Spektakuläre Landschaften, Riesenwasserfälle und wirklich einzigartige Natur. Das ist für uns Island. Wir sind gerade mit dem Dachzelt einmal komplett um Island gereist und zeigen euch in diesem Video, dass man auch mit kleinerem Budget eine richtig geile Zeit in Island haben kann. Let's go! Und damit hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im heutigen Video beim ultimativen Island Guide. Wir wollen euch zeigen, was euch bei eurer Islandreise erwartet und wie ihr euch gut auf die Reise vorbereiten könnt. Das heißt, wie viel Zeit sollte ich für die Islandreise einplanen? Wie reise ich am besten? Durch das Land, Auto, Campervan, schlafe ich im Hotel, schlafe ich im Dachzelt. Was kostet mich natürlich der ganze Spaß? Wahrscheinlich eine große Sorge bei der Islandreise. Und natürlich auch, welche Spots sollte ich auf keinen Fall in Island verpassen? Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, fangen direkt mit dem ersten Punkt an, und zwar die perfekte Reisezeit für Island. Die beste Reisezeit in Island ist natürlich der Sommer von Mai bis August. Da habt ihr nämlich durchschnittlich, sage ich mal, so 15 Grad. Wir waren jetzt gerade Mitte August dort und hatten eben um die 15 Grad. Da merkt ihr schon, es wird jetzt nicht unfassbar heiß, aber ihr friert euch auch nicht unbedingt den Arsch. Nö, wir waren manchmal im T-Shirt unterwegs. Das stimmt. Wir hatten nämlich auch ganz viel Sonnenschein, wenig Wolken. Die kamen meistens erst so abends auf und manchmal hatten wir auch Nieselregen. Deswegen wappnet euch auf jeden Fall für jedes Wetter, weil es kann alles kommen. Ihr könnt auch im Winter hin, da ist dann halt wirklich kalt. Schnee hat auch was, so ein Wasserfall. Ich glaube auch. Aber da müsst ihr halt eben euch noch ein bisschen besser vorbereiten mit Kleidung. Aber es ist auf jeden Fall weniger los, ne? Polarlichter sind natürlich auch im Winter. Ich glaube erst ab Oktober. Deswegen Sommer natürlich viel angenehmer und für den Normalo unter euch auf jeden Fall besser. Aber Winter auf jeden Fall auch eine geile Sache, wenn ihr ein richtig verschneites Island haben wollt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Dauer der Reise. Man kann natürlich beliebig lang bleiben. Wir selbst waren jetzt eine Woche in Island und haben mit dem Auto quasi die Ringstraße gemacht, also sind einmal außen rum und am Schluss quasi mitten durchs Land durchgefahren. Wir haben schon einiges gesehen. Haben wir alles gesehen? Auf gar keinen Fall. Es gibt wirklich, wirklich viel. Aber wir haben wirklich eine gute Mischung gehabt. Wir haben viel gesehen. Wasserfälle, wir haben uns, heiße Quellen, Landschaften, Vulkane, also, Wale. Es war wirklich cool. Wir haben viel gesehen und es war alles auch gut getaktet. Wir selbst haben jetzt im Nachhinein gesagt, ich glaube, 10 Tage werden noch ein bisschen besser gewesen, dass man vielleicht auch einen Tag mal chillen kann und sich ein Buch lesen kann, einfach mal vielleicht auf dem Campingplatz rumdümpeln kann oder so und nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, man muss weiter. Ja, damit ihr so einen groben Überblick habt, also in der Woche sind wir schon jeden Tag so 5 Stunden Auto gefahren ungefähr. Klingt super viel, fühlt sich aber, muss man auch wieder sagen, absolut nicht viel an. Ne? Also das Autofahren war mit das Beste an der Reise. Auf jeder Kurve denkt man, wow, ist das eine krasse Landschaft. Was ist das für eine krasse Landschaft? Wie gesagt, der Tag ist so lang, dass wir morgens immer so um 8 ungefähr losgefahren sind und gegen 10 oder 9 dann auf dem Campingplatz waren. Also man hat wirklich viel Zeit, um das alles auszunutzen und eben anzuschauen. Also wir würden sagen, man kann in einer Woche schon echt viel sehen und wir haben so unsere Spots, die wir sehen wollen, auf jeden Fall gesehen. Aber 1 bis 2 Wochen würden wir sagen, reicht auf jeden Fall aus und nach hinten sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Das Land ist riesig, vielseitig und da muss jeder irgendwie für sich wissen, wie viel Zeit er einplanen will. Dann natürlich die Frage, wie bereist man Island am besten? Und die Antwort sollte wahrscheinlich klar sein, schon alleine an der Position, in der wir uns hier gerade befinden, im Auto. Wir sind übrigens nicht mehr in Island, wir sind in Italien, es ist gerade 28 Grad und es ist ein bisschen warm hier im Auto. Aber wir dachten, es ist die perfekte Kulisse, um dieses Video aufzunehmen, denn Island ist ein Roadtrip-Land. Das heißt, ihr müsst euch irgendeine Art von Auto besorgen und damit die Insel, wie gesagt, umrunden. Man kann natürlich auch Pauschalreisen buchen, irgendwelche Busreisen oder so. Haben auch die älteren Leute, die dort unterwegs waren, gemacht und das ist bestimmt auch super. Aber natürlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, ist das Beste, was ihr machen könnt, ein Auto zu leihen. Und noch viel besser ist ein 4x4-Auto zu leihen, weil es gibt schon den ein oder anderen Wasserfall und die ein oder andere Straße, die man nur mit einem 4x4 befahren darf oder sollte. Und das lohnt sich auch. Da auf jeden Fall der Tipp, der Dacia Duster. Das ist, würde ich sagen, so der kleinste und somit auch günstigste 4x4-Jeep, den man bekommen kann. Und da muss man auch sagen, das ist so eins der Autos, die man da am häufigsten gesehen hat, würde ich sagen. Worüber man sich übrigens keine Sorgen in Island machen muss, ist, dass man keinen Internetempfang hat, zumindest wenn man einen guten Netzanbieter hat. WLAN gibt es kaum, aber wenn ihr einen guten Datenplan habt, dann habt ihr auf jeden Fall fast überall Internet, was crazy ist in diesem Land. Und damit kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar ist das Hollafly, eine Seite, die eSIM-Karten anbietet, die ihr euch super easy auf dem Handy installieren könnt. Also es dauert wirklich 5 Minuten
Und dann habt ihr eine neue SIM-Karte installiert, egal in welchem Land ihr seid. Ihr habt über 165 Länder zur Auswahl, wo ihr halt eine eSIM-Karte installieren könnt. Und das Coole ist, ihr habt auch oft zum Beispiel Unlimited-Datenpläne dabei. Das war für uns jetzt mega praktisch. Wir haben uns auch eine Woche Unlimited-Daten in Island geholt. Dann wussten wir, wir können uns auf unser Internet verlassen. Wir haben immer Empfang, können immer unsere Maps raussuchen, können gucken, wo wir anhalten wollen, vielleicht was der Parkplatz kostet. Und natürlich konnten wir es auch nutzen, um bei Instagram ein paar Sachen hochzuladen, was für uns auch wichtig war, um euch abzudaten. Genau, deswegen war das für uns auf jeden Fall mega praktisch. Aber wie gesagt, gibt es auch für 160 andere Länder. Und wenn ihr dann im Land seid oder vielleicht am Anflug einen Tag vorher, geht ihr einfach am besten über unseren Link mit einem Rabatt auf die Seite von Hollafly, gebt euer Land ein, guckt, welchen Datenplan ihr braucht. Ihr könnt einen Vertrag für eine Woche machen oder für bis zu 3 Monaten. Und dann kriegt ihr einen QR-Code per E-Mail zugeschickt, scannt ihn ein, geht in eure Einstellung, aktiviert die SIM-Karte und innerhalb von ein paar Minuten habt ihr dann Internetempfang mit eurer eSIM-Karte. Ist mega praktisch, erspart euch auf jeden Fall, wie gesagt, den Weg zum Store und ihr habt in jedem Land easy Internetempfang. Und ihr könnt sogar eure alte SIM-Karte einfach im Handy lassen. Das heißt, ihr seid immer noch erreichbar und müsst eben nichts austauschen. Deswegen schaut gerne bei Hollafly vorbei. Wir packen den Link, wie Dominik schon gesagt hat, in die Videobeschreibung. Und dann geht's weiter mit dem Video. Let's go! Dann ist natürlich die Frage, schlaft ihr im Auto oder eben in Hotels? Und wir würden sagen, ganz klar, campen. Also Island ist ein Campingland und dann sollte man das auch irgendwie komplett mitnehmen. Deswegen haben wir uns eben so ein Dacia ausgeliehen gehabt und hatten oben ein Dachzelt mit drauf. Das heißt, wir hatten Platz im Auto, Zelt oben drauf, es geht super schnell ausgefahren und so kann man easy im Auto quasi übernachten. Wenn ihr mit Dachzelt unterwegs seid, dann achtet am besten bei den Campingplätzen darauf, dass ihr eine Gemeinschaftsküche oder eine Gemeinschaftsarea habt. Da könnt ihr euch nämlich aufwärmen, da könnt ihr drin kochen, da habt ihr irgendwie heißes Wasser und könnt ordentlich spülen. Das hatten wir jetzt empfunden, dass es echt als großer Vorteil ist, wenn es eben ein bisschen frischer wird abends, dann kann man sich da reinsetzen, da drin kochen und ist warm und geht dann nur noch ins Bett. Ihr könnt euch aber auch einen Campervan ausleihen. Der Vorteil da ist wahrscheinlich, ihr habt eine Toilette drin, ihr könnt eine Heizung vielleicht sogar anmachen und habt vielleicht ein bisschen mehr Luxus beim Wohnen und Schlafen. Allerdings haben wir uns für die Variante mit Dachzelt entschieden, weil wir einfach ein 4x4-Car wollten, dass wir eben auch so ein bisschen Offroad fahren können, was ihr halt mit einem Campervan einfach nicht machen könnt, weil ihr eben nicht die richtigen, wie sagt man da, Motorikräder, was ja, genau, habt. Man ist schon eingeschränkt damit einem größeren Auto und natürlich muss man auch sagen, werdet ihr auch später merken, ist natürlich auch eine Budgetfrage wieder, ne? Camper kostet am Ende wahrscheinlich auch das Doppelte. Ansonsten, wenn ihr sagt, Camping ist gar nichts für mich, ich will im Hotel schlafen, geht natürlich auch. Es gibt überall Hotels, da würde ich sagen, der einzige Unterschied zum Campen ist, ihr seid ein bisschen weniger flexibel, weil beim Campen kann man eigentlich immer spontan einen Campingplatz finden, ohne den vorher zu reservieren. Ja. Hotels sind relativ eingeschränkt, sag ich, und da würde ich schon im Vorhinein buchen, gerade wenn ihr in der Hauptsaison da seid, nur dass ihr da Bescheid wisst. So, bevor wir dann gleich zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Island kommen, kommen wir zum anderen spannenden Thema, und zwar sind das die Hosten. Fangen wir bei der Anreise an, da müsst ihr so ungefähr mit 200 Euro pro Flug rechnen. Ihr könnt meistens direkt fliegen, manchmal müsst ihr aber auch umsteigen und dann seid ihr so mit Hin- und Rückflug bei ungefähr 400 Euro pro Person mit zum Beispiel sowas wie Iceland Air. Ist also eine relativ vernünftige Airline, würden wir sagen. Dann kommen wir wahrscheinlich zum größten und wichtigsten Kostenpunkt bei eurer Island-Reise, nämlich euer Transport und vielleicht auch schon eure Unterkunft in einem. Entscheidet ihr euch nämlich für ein 4x4-Car inklusive Dachzelt, bezahlt ihr ungefähr 140 Euro am Tag dafür. Hier kommt es natürlich ganz auf Saison an, auf den Anbieter, auf die Reiseversicherung. Wir können nur sagen, nimmt auf jeden Fall die beste Reiseversicherung, weil wir hatten direkt an Tag 2 oder so einen Steinschlag. Stimmt. Und man nimmt die Auto schon recht hart ran, deswegen achtet auf jeden Fall darauf, egal was für einen Vermieter ihr nehmt, dass ihr eine gute Versicherung habt. Wir haben es sogar ein bisschen anders gemacht, und zwar waren wir mit dem Reiseanbieter Travelbase da, die nicht nur das Auto stellen, sondern auch Dachzelt natürlich, aber auch Schlafsäcke, Campingausrüstung und sogar die Campingplätze waren auch schon gebucht. Und da haben wir dann 690 Euro pro Person gezahlt, dass sie da einen Rahmen hat. War auf jeden Fall mega cool, weil man alles schon so organisiert bekommen hat. Man ist quasi angekommen, ins Auto eingestiegen, konnte losfahren, hat ein Routenbuch sogar bekommen. Und man wusste auch, dass andere Reisende dabei sind, die irgendwie die gleiche Reise machen. Da konnte man sich austauschen und so. Und deswegen, wenn ihr quasi mehr wollt als nur das Auto, sondern so ein bisschen eine vorgefertigte Reise, die ihr aber trotzdem selber gestalten könnt, dann ist das auf jeden Fall eine nice Sache. Dann Next Level wäre natürlich entweder ein krasserer 4x4 als der Dacia, aber da haben wir gesehen, das kostet teilweise, keine Ahnung, 3000 Euro für eine Woche, also wenn ihr einen Land Rover haben wollt, also würde ich sagen, ist schon mal raus. Camper Van geht auf jeden Fall noch, das kostet dann so ungefähr das Doppelte, also ich sag mal vielleicht 200 Euro oder sowas. Das heißt, ihr startet dann nicht im Dachzelt, sondern im Van, ihr wisst ja, was ein Camper Van ist. Aber wie gesagt, wir fanden so das Dachzelt irgendwie den besten Kompromiss. Genau. Und wenn ihr einen vernünftigen Campingplatz habt, würde ich sagen, war das auf jeden Fall nicht kalt.
Und apropos vernünftige Campingplätze, ein Campingplatz kostet dann, wenn ihr die selber bucht, so ungefähr 20 bis 30 Euro pro Nacht für zwei Personen. Das ist auf jeden Fall auch nicht super hoch, vor allem wenn man das mit zum Beispiel mit einem Hotel vergleicht, da ist man locker bei 100 Euro die Nacht. Ich würde sagen sogar mehr, ich glaube, wir haben in Reykjavik 140 Euro die Nacht bezahlt oder so, weil wir da noch zwei Nächte waren. Also Hotel ist richtig gestört. Deswegen, wie am Anfang auch schon ein bisschen erwähnt, wie ihr das wahrscheinlich auch merkt natürlich, ein guter Spartipp ist auf jeden Fall nicht ins Hotel gehen, sondern halt einfach auf den Campingplatz gehen, im Zelt schlafen oder halt im Dachzelt schlafen. Am Ende kommt man dann bei dem Reiseziel, den wir hatten, also Camping im Dachzelt mit eigener Verpflegung quasi, also selbst kochen, auf 1400 Euro pro Person inklusive der Flüge nach Deutschland und natürlich auch wieder zurück. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Eintritte für die Sehenswürdigkeiten. Da würdet ihr aber gleich sehen, das ist eigentlich kaum was, weil eigentlich fast alle geile Aktivitäten in Island kostenlos sind. Und ich würde sagen, deswegen gehen wir weiter zum nächsten Punkt, den Sehenswürdigkeiten. Ich kann euch in dem Video leider nicht alle Spots vorstellen, weil es wirklich unglaublich viele, viele Spots gibt in Island, die mega cool sind. Wir haben euch aber eine ausführliche Map zusammengestellt, die ihr in der Videobeschreibung findet. Da könnt ihr nochmal reinschauen und eben alle Spots sehen. Wir stellen euch in dem Video jetzt unsere Highlights vor. Übrigens schaut auch unsere Videos von Island schon, da haben wir natürlich auch schon einiges gezeigt. Aber ich würde sagen, eins der Sachen, die ihr euch natürlich anschauen müsst in Island, sind Wasserfälle. Ja. Es gibt wirklich super viele und gefühlt kann man jeden Tag zwei sich anschauen. Dünne, breite, große, krasse, kleine. Ich würde sagen, die zwei coolsten, die wir gesehen haben und die auch relativ leicht zu erreichen sind, ist einmal der Skogafoss. Der ist auch relativ am Anfang, also ich glaube vielleicht zwei Stunden von Reykjavik oder so entfernt. Und der ist erstmal cool, wenn man super nah von unten dran gehen kann. Da kommt ordentlich Wasser runter, ich glaube aus 60 Meter Höhe. Und dieser Nebel, der da unten entsteht, ist einfach schon mal mega beeindruckend. Da auf jeden Fall ein Regencap mitnehmen, wenn ihr besonders nah ran wollt. Ansonsten, der krasseste in Island, würde ich sagen, ist der Dettifoss. Ist, glaube ich, auch einer der heftigsten oder größten Europas, was so die Wassermassen angeht. Ja. Ich erinnere mich, er war, glaube ich, 100 Meter breit und irgendwie 4000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Ja. Ich weiß es nicht, aber man steht davor und denkt sich, Alter, was kommt da für Wasser runter? So viel, wirklich beeindruckend. Ja. Und da freut man sich ausnahmsweise, wenn das da ein Zaun ist und man nicht so nah rangehen kann, weil wenn man da abrutscht, Alter, vorbei. Ja. Was in Island natürlich auch nicht fehlen darf, sind heiße Quellen. Gerade wenn es eben vielleicht ein Tag ist, wo es nicht ganz so heiß ist, ist so eine heiße Quelle schon richtig schön, wo man sich ordentlich aufheizen kann. Wir waren zum Beispiel in der Sky Lagoon. Es gibt aber auch zum Beispiel die Blue Lagoon. Das sind so die bekannten in Reykjavik. Die sind aber auch recht teuer, muss man einfach sagen. Also 80 Euro. Man verbringt da schon den ganzen Tag, um da voll auf seine Kosten zu kommen. Ist aber auch mega cool. Und mit Sauna und so, ne? Genau, es gibt aber auch, wenn ihr eben durch Island fahrt, noch mehr heiße Quellen. Es gibt auch kostenlose Quellen. Unsere zwei Favoriten, die, glaube ich, beide jeweils so 12 Euro Eintritt gekostet haben, waren... Muss ich auch nachlesen. Die Namen sind echt schwierig. Ja, die Namen sind schwierig. Und zwar einmal Hrunulauk. Das sind so heiße Quellen quasi in der Natur, in Hobbitlandia. Genau, sieht aus, als wäre man in Hobbitlandia. Und dann hat man da so ein süßes Bäckchen. Ist nicht ganz so heiß, aber es waren sehr wenig Leute da und es war mitten in der Natur. Gemütlich. Genau, deswegen fanden wir es da super schön. Und unsere Lieblings waren die Hauganes Hot Tubes, weil die direkt am Meer waren. Das war jetzt nicht so eine richtig natürliche heiße Quelle, sondern wirklich eher so Becken gefüllt mit heißem Wasser. Cools. Genau, aber es war direkt am Meer und deswegen konnte man danach also erstmal aufheizen im Hot Tube, dann ins Meer reinlaufen, wie so ein Eisbad sich abkühlen und das war übel geil. Wir haben einfach im Meer in Island gebadet. Wir fanden es richtig cool. Genau, deswegen das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von uns. Dann habt ihr ja extra einen Vormal vor Car, um eben Offroad zu fahren und deswegen solltet ihr auf jeden Fall die Hochlandstraße fahren. Oder wie es heißt auf Englisch, in die Highlands. Genau. Das klingt schon so cool. Ja, das ist quasi einmal quer dann durch Island durch. Die Strecke ist mega cool, es macht mega Spaß da durchzufahren. Wie hieß die nochmal? F35, ich glaube, es ist F35, genau. Auf der Strecke erwarten euch nämlich auch schon mal richtig coole Spots, zum Beispiel Klerkingafjöll. Ist eine richtig, richtig crazy Landschaft. Es dampft überall. Es ist irgendwie alles cool. Man kann überall runter und hoch und langlaufen, was einfach eine mega coole, beeindruckende Landschaft ist, die so weit oben in so viel Geröll ist. Also man fragt sich, wie sowas überhaupt entstehen kann. Ich würde auch sagen, das war so mit einer der beeindruckendsten Spots. Der war relativ am Ende auf unserer Reise und trotzdem war es so der, wo wir sagen, boah, das war schon mit einer der coolsten. Deswegen lohnt sich die Hochlandstraße auf jeden Fall, wenn ihr da nicht durchkommt. Chevrier.
ist ein Spot, der so ähnlich ist, wie der, den Erde gerade gesagt hat, weil es halt auch rote Landschaft ist, ihr überall diesen Rauch habt und sowas, deswegen ja. Ist es ähnlich, aber wenn ihr ins Hochland fahrt, das ist schon noch ein bisschen cooler, ist nochmal Next Level. Ja. Dann gibt es auch viele eher grünere Landschaften, die auch cool sind, teilweise muss man ein bisschen länger tracken, teilweise ein bisschen weniger tracken, da wo wir jetzt waren, blende ich hier ein, weil das kann ich absolut gar nicht aussprechen, aber das war auch so eine Schlucht quasi, ja. Rechts auch ein Wasserfall und ja, man geht dahin, es sieht einfach cool aus, also ich kann da auch gar nicht viel mehr zu sagen. Und davon gibt es halt auch super viele verschiedene Orte, wo man halt hingehen kann, wie gesagt, tracken kann. Und aber das war auf jeden Fall so der uns im Gedächtnis geblieben ist und wo wir sagen, da auf jeden Fall vorbeifahren. Und dann seid ihr natürlich in Island, um auch irgendwie Eis und Schnee zu sehen. Selbst im Sommer sind wir dann eben noch an den Diamond Beach gefahren. Ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr bekannter Beach. Ist einfach ein schwarzer Strand, wo so fette Eisbrocken liegen. Ja. Und es sieht dann aus wie so Diamanten am Strand. Und das haben wir halt auch noch nie gesehen. Nee, also einfach ein Strand mit Eis und dann schwimmen auch immer mal wieder so Eisschollen vorbei. Genau, und man fragt sich einfach nur, was geht ab. Genau, weil die Eisschollen kommen nämlich vom Gletscher, der direkt dahinter ist, der auch schon genau. Mal mega beeindruckend aussieht. Da kann man quasi vom Strand über die Straße übergeht, ja. Ist da so ein Gletschersee, wo wirklich riesige Eisschollen drin schwimmen. Und ja, das war auch einer der coolsten Spots, die wir je gesehen haben, oder? Absolut. Und man kann sogar da eine Gletschertour machen oder so eine Bootstour auch durch diesen See. Falls ihr da Lust drauf habt, quasi kann man da einmal durchfahren. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Nee. Kann man aber machen. Das Coole ist, die ganzen Sachen, die wir jetzt gerade genannt haben, sind alle kostenlos. Außer, dass man vielleicht mal parken zahlen muss. Aber sonst ist es wirklich so, die ganzen Landschaften, natürlich auch das Fahren durch die Landschaft und so, ist alles kostenlos. Und es gibt noch ein, zwei Sachen, wo man vielleicht ein bisschen Geld ausgeben kann, wenn man in Island ist. Und zwar wäre das zum Beispiel das Whale-Watching, was wir auch sehr, sehr cool fanden. Das kostet so 130 Euro und man kann halt Wale in Island sehen und das ist schon mega cool. Aber ansonsten ist es wirklich das Coole an Island, wenn ihr dann das Auto bezahlt habt und euer Essen, das Rumfahren und das Landschaften beobachten ist meistens kostenlos und es ist wirklich so beeindruckend, so vielseitig und es ist unvergleichbar mit einem anderen Land, was wir jemals gesehen haben. Deswegen, auch wenn Island nicht günstig ist, wie ihr gemerkt habt, also 1500 Euro für eine Woche pro Person ist schon teuer, muss man sagen, ne? Ist jetzt nicht so, als wäre es ein Schnapper. Aber es gibt nichts Vergleichbares. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist so klein in diesem Land. Ja, und man ist wirklich, man hat das Gefühl, man ist auf einem anderen Planeten gelandet. Ja, oder auf einem Filmset, oder? Also, ja, Filmset, ja. Genau. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, warum werden hier nicht alle Filme gedreht? Es ist wirklich unbeschreiblich. Und wir haben davor auch Videos gesehen oder andere Leute haben gesagt, wirklich das Fahren, das ist schon so beeindruckend. Und wir dachten immer, ja, wie beeindruckend kann es sein? Aber es ist es. Also ihr müsst da hin, ihr müsst da selber durchfahren mit eurem kleinen Auto und diese großen Landschaften einfach bestaunen und sehen. Also wir wissen, Island kam vielleicht überraschend für viele, die uns hier vielleicht für Bali oder andere Reiseziele in Asien folgen, aber wir können euch nur sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Land. Und wir können nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, dahin zu gehen, einmal im Leben, sollte man das schon machen, weil ihr werdet nichts Vergleichbares woanders finden. Wir hoffen, unsere ganzen Tipps haben euch gefallen und ihr wisst euch jetzt ungefähr, was euch in Island erwartet und dass ihr auch nicht mega viel ausgeben müsst. Also wir haben Leute gesehen, die haben irgendwie gesagt, eine Woche Island 7000 Euro für zwei Leute. Da dachte ich mir, okay, so teuer muss es nicht sein. Es ist alles irgendwo bezahlbar und ich sag mal, wenn man irgendwie, keine Ahnung, generell in Europa unterwegs ist, ist es nie richtig günstig und man gibt halt ein bisschen Geld aus. In Island ist es ein bisschen mehr, aber dafür sieht man doch echt einzigartige Dinge. Deswegen, das können wir euch nur empfehlen. Haben wir jetzt, glaube ich, schon 100 Mal gesagt, aber es war wirklich cool. Like das Video gerne, wenn es euch gefallen hat oder geholfen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video aus einem wärmeren Land, und zwar aus Italien. Wahrscheinlich mit richtig guten Essenstipps, aber mal gucken, was das nächste Video wird. Ich bin mir noch nicht 100% sicher. Wir werden sehen. Okay, wir gehen jetzt raus in die frische Luft. Macht es gut, ihr Lieben. Und essen eine Pizza, Baby. Aber hallo. Ja, ciao, ragazzi. Ciao. Okay, tschüss. Okay, ciao. Wie übrigens nach jeder Aufnahme. Oh, frische Luft. Also wenn der Speisfleck immer größer wird, dann wisst ihr warum. Wir stehen hier gerade auf dem Parkplatz am Strand in Sardinien. Ja. Das machen wir für euch. 17.14 Uhr. Italien-Videos kommen als nächstes. Grad. Aus Sardinien kommt leider nichts, aber wir machen danach auch noch ein paar schöne Sachen.